So, hi zusammen. Leute, heute geht es an den Einbruchschaden von meinem Vater. Ich meine, ich gehe an den Einbruchschaden dran und das Auto muss jetzt wieder so ein bisschen fit gemacht werden. Oh, ja, ich habe gesehen, das sind so einige Sachen, die kaputt gemacht wurden. Das habt ihr ja schon vom letzten Mal gehört und ich habe auch schon, ja, beim letzten Einbruchschaden-Video etwas dazu berichtet. Ja, alles muss ausgebaut werden und dann müssen wir uns den Schaden angucken und schauen, wie lange wir überhaupt da dran gehen müssen. Denn das Auto ist ein Totalschaden. Ich zeige euch das gerade nochmal aus der Nähe. So. Da haben wir es. Ja, die Kamera wieder einhängen. Haben wir gesehen, also. Von außen nicht wirklich viel zu sehen. Ich muss aber sagen, von innen umso mehr. Wir haben hier das Problem, dass, also der Gutachter hat eigentlich, nachdem er festgestellt hat, dass es ein Totalschaden ist, und das ging recht fix, hat er nicht wirklich viel mehr aufgeschrieben oder gesucht. Aber der Schaden hätte noch viel höher sein können. Ich hole mal gerade den Bericht. Und dann lesen wir uns einmal da durch, oder ich sag euch, was da alles so halbwegs, was da so aufgeschrieben wurde, was der Wert des Fahrzeuges ist und pipapo. Also, wir haben hier einmal die Fahrzeugdaten, die eingegeben wurden und dann, ach, hier steht schon direkt auf der ersten Seite das Ergebnis. Reparaturkosten ohne Mehrwertsteuer, 3.700 mit Steuer. 4.500 knapp Euro. Fahrzeugbewertung, also der Restwert, beziehungsweise Fahrzeugbewertung, 3.000 Euro in diesem Zustand mit dem Schaden. Und der Restwert wäre 450 Euro. Heißt also, Fahrzeugwiederbeschaffungswert in dem Zustand plus den Restwert sind wir bei 3.450 Euro, meine ich. Wir schauen mal weiter auf die Seiten. So, jetzt stehen hier Fahrzeugdaten, Fahrzeugzustand, Reifen, Profile, Räder, was hat er alles montiert? So, Beurteilung, Totalschaden. Nochmal nächste Seite, Restwert. So, hier sind wir jetzt bei der Preisliste, Preiskalkulation. 10er Wiss sind eine Stunde und davon haben wir Preisklasse 1, 2, 3. Bla 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 bla, das ausbauen, AW über AW. Lackierzeit sind 55 AWs, 687, 10 AW ist eine Stunde, 687 Euro ist ohne Steuer. Die ganz teuren Sachen, die oder wichtigsten Sachen, die zähle ich euch mal auf, an Material. So, wir haben hier einmal den Schalltafeleinsatz. Komplettes Armaturenbrett, 950 Euro. Das alles versteht sich natürlich ohne Mehrwertsteuer. Dann haben wir hier die Heizungsregulierung, 144 Euro. Und das, ja, das geklaute Radio. Aber Leute, hier steht die Heizungsregulierung mit 144 Euro. Damit ist das hier gemeint. Aber das ist gar nicht kaputt. Eigentlich, ihr seht das hier, es wurde aus dem Gebläsekasten ausgebrochen. Und der Gebläsekasten, der kostet mit Sicherheit 500 Euro. Gut, das haben wir schon mal, ist ja egal. Und das war's schon mit den Kosten. So, Gesamtreparatur, was? Das war's schon mit den Teilen? Gibt's ja gar nicht. Arbeitslohn 900 Euro, Lackier 800 Euro, Ersatzteile 2000 Euro. Ersatzteile Summe, warte mal, wo sind denn jetzt? Habe ich irgendwas übersehen? Ach ja, klar, da ist ja noch die Farbe mit dabei und sowas. Die habe ich ja gerade nicht mit einberechnet. Dachholm instand setzen, ne, weil der ist ja hier oben beschädigt. Und ich glaube sogar, das war, ich weiß nicht, ob das vom Hebel war oder vielleicht hat er den Ring gehabt. Denn ich erinnere mich daran, wenn das Auto mit Funkverbindung zugeschlossen ist, könnt ihr ja mal zu Hause probieren. Wenn man den zuschließt, dann kommt man über den Türgriff nicht mehr raus. Also man kann an den Türgriff ziehen, die Türschlösser sind auf safe, man muss die wirklich wieder entriegeln. Und ich glaube, man muss da in das Auto, obwohl die Scheibe eingebrochen war, reinklettern und wieder rausklettern. So, auf jeden Fall haben wir eine Gesamtreparaturkostensumme von 4.400 Euro
4.460, knapp 4.500 Euro. Aber das, hier kommt jetzt das Witzige. Wo habe ich das vorhin gesehen? Wir haben Reparaturkosten 4.460 Euro. Dann haben wir den Fahrzeugwiederbeschaffungswert, ne, das sind ja die 3.000 Euro und 450 Euro der Restwert. Ich habe das schon ein paar Mal erwähnt. Ich habe jetzt schon ein bisschen was dran gemacht. Und, aber nichtsdestotrotz ist das ein Euro 4 Fahrzeug und dieser wird wahrscheinlich nicht mehr lange auf der Straße fahren dürfen. Wir werden mal sehen, was es noch für Skandale hier geben wird, aber na, das wird nicht einfach, glaube ich. So. Alles klar. Ja, wir haben jetzt hier ein bisschen über das Gutachten geschnackt. Ich würde sagen, wir machen uns an die endgültige Reparatur. Ich muss beobachten, ob die Schrauben alle gleich sind. Hier ist das Problem, dass wir eine Menge Kabelsalat haben werden und Kabel instand setzen müssen. Ich bin echt gespannt, welche Kabelbäume hier kaputt sind, denn ich habe einen Kabelbaum gesehen, der beschädigt wurde, aber der Gutachter sagte, da ist noch ein zentraler Kabelbaum, der mit beschädigt wurde und die Instandsetzung, so sehe ich unten. Unten ist nichts, aber findet sich gleich. Die Instandsetzung von so einem Kabelbaum, guck mal, ein bisschen irgendwas hält noch. Irgendwelche Kabel sind da noch dran. Ach, Leute, Leute, ey. Ja, hier ist, warum ist der Schaden so hoch? Hier wurde ganz einfach aus dem Armaturenbrett wurde hier alles rausgerissen. Machen wir diesen Radiostecker ab, den brauchen wir nicht mehr. Der kriegt wieder das Originalradio rein. Diesen brauchen wir auch nicht mehr vom Lichtschalter. So, Kabel weg zur Seite. Und ach ja, hier. So ein Kabel ist hier durchgeschnitten worden. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich zeige euch das mal aus der Nähe. Das ist so ein mehradriges Kabel. Hier sind 1, 2, 3, 4, 4 oder 5 Adern drin, ne? Und da weiß ich jetzt erstmal nicht, was es ist. Und hier, oh, hier noch ein zweites Kabel, auch nochmal das gleiche. Ich weiß, was das ist. Tja, ich weiß, was das ist. Leute, ja, USB. Ja, braucht einer hier ein USB-Dingsbums hier? Kostet bestimmt 30 Cent in irgendeinem Laden, wenn man einfach nur die Buchse haben will. Okay, das waren schon mal die USB-Kabel. Ein Glück, dass das schon mal nur das war. Jetzt muss ich mich darum kümmern, dass ich den hier irgendwie rauskriege. Hier klemmt alles. Ich weiß gar nicht, wieso man den hier durchgeschnitten hat, ne? Also, ehrlich, wieso schneidet man den ab? Wofür? Und dann hier, die hier. Hier schön kurz. Keine Möglichkeit, schon fast hier was zu flicken, ne? Echt. Eine reine Katastrophe. Der dicke Stecker ist hier ab und Die Heizungsverstellung funktioniert nicht, weil das hier aus dem Gebläsekasten abgerissen wurde. Und da muss ich mir einen Überblick verschaffen, wo der dran kommt und ich hoffe, dass ich so da dran komme, denn hier haben wir die Verstellung für die Scheibe, für auf Füße und Luftausströmer und was passiert, wenn ich da dran drehe? Der dreht sich. Das ist ärgerlich, ey. Das muss da dran geklebt werden. Ich muss mal gucken, wo das drankommt. Also, ist nicht wirklich so viel. Hier haben wir ein Antennenkabel. Ist hier noch ein Kabel? Noch ein Antennenkabel. Also das ist eine Doppelfacker-Antenne. Dieses hier, das muss angeschlossen werden. Das ist nämlich, wofür kann das sein? Wahrscheinlich für Klimaanlage. Gebläsestufen funktionieren. Genau, der hier funktioniert nicht. Der ist aber die ganze Zeit so auf mittlere Temperatur. Auch wenn man den verstellt, tut sich nichts. Wahrscheinlich ist das davon. Das ganz dicke Kabel hier
Das ist fürs Gebläse, so wie es aussieht, Gebläseregler. Ich zeige euch mal, was hier passiert ist. So, das ist hier auch schon, hier schon fast durchgebrochen. So, ich zeige euch, wo das Problem ist. Wenn ich den hier nämlich jetzt rausdrehe, das gehört nämlich hier hinter das Armaturenbrett. Armaturenbrett, richtig. So, ist natürlich total aufgebogen. Zu einem und zum zweiten ist das hier der Stoff mit rausgerissen. Also hier ist gar kein Stoff mehr, der wurde einfach mit rausgerissen. Ich hole mir jetzt eine Zange, quetsche das so ein bisschen, befestige die alle da und in der Hoffnung, dass das, das bricht gleich, dann ist es auch nicht mehr schön. Weil wenn das nicht schon gebrochen ist, ich glaube, das hängt auch nur noch am seidenen Faden. So, haben wir das raus und hier haben wir überall die Armaturenbrettbefestigung. Hier einmal, ja, da könnt ihr es schon sehen. Die Schrauben sind alle gleich, ja. Und hier kann man es schon sehen, hier ist der Stoff vom Armaturenbrett mit dran. Ja, Kunststoff. Wurde halt mit rausgerissen hier, ne? Richtig, richtig schön. Schön scheiße. Gut. Ich hole mir erstmal eine Zange. Ja, ich habe jetzt noch mal ein bisschen gesucht, um rauszufinden, wo der hier genau angeschlossen wird. Und da zeige ich euch das mal eben. So, das ist das Zahnrad, welches angetrieben werden muss. Und wir können sehen, dass da die Bruchstellen sind. Na, hier ist es abgebrochen und einmal rundherum einfach rausgezerrt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, da dran zu kommen und das festzukleben. So, ich habe jetzt gerade noch extrem viel Zeit damit vergeudet, mit dem Nachdenken, wie ich das hier instand setzen werde. Denn die Strippen sind so kurz, da kann man eigentlich gar nichts machen, nur löten. Jetzt schaue ich mich gerade hier um und habe auch extrem lange gesucht und keinen Lötzinn gefunden. Deshalb bleibt mir nur noch eine Option. Ich nehme Quetschverbinder, die dünnsten, die ich habe. Das kann man hier übrigens aus dem Gehäuse entfernen. So, ne, hier. Habt ihr so eine Klammer, die hier so ein bisschen hochdrückt, dann kann man das hier rausfahren. Und dann haben wir so ein bisschen mehr Platz für die wirklich kleinen Dinge, kleinen wichtigen Dinge. Ja, dafür nehme ich mir meine kleinsten Verbinder. Das sind die hier. Die haben aber allerdings hier eine ziemlich lange Spitze. Beziehungsweise ja, Schrumpfschlauchlänge. Die sind auch zum Schrumpfen. Ne? Die sind auch speziell für PKWs. Normalerweise darf man PKW-Kabel nur mit den Teilen quetschen. Denn wenn man die hier nämlich warm macht, dann schrumpfen die und da drinnen ist so ein Dichtmittel, welches das Kabel auch abdichtet. Löten wäre unzulässig. Klar, im Innenraum ist es nicht so schlimm. Da kann ja keine Feuchtigkeit rein, aber Lötverbindungen brechen. Und wenn eine Lötverbindung bricht, dann haben wir ein Problem. Ich werde schauen. Ich glaube, das sieht sogar gut aus. Ich zoome das Ganze mal hier ran und dann gucken wir uns das alles im Detail an, wie ich das hier instand setze. So, ich habe, wie schon gerade gesagt, hier ist Nummer 1, hier ist Nummer 2. Ich schneide hier jeweils den Mantel ab, damit man da anständig dran kommt, aber nicht ganz bis zum Eisenkern abschneiden, nicht dass es dann später irgendwie so einen Kurzschluss gibt oder sowas. So, und auch hier den letzten. Da haben wir natürlich ein bisschen Dreck auf dem Finger, weil ich hier auch in ölige Sachen reingepackt habe. So, fangen wir einfach mal an. Und dafür gehen wir am besten. Vom Vorteil ist es, wenn man natürlich den äußersten hier nimmt. Dafür müssen wir die aber erstmal abisolieren.
Ja, auch die Abisolierzange. Ich sehe es gerade, Leute. Ich glaube, auch die Abisolierzange. Seht ihr, wo die greift? Die greift erst hier hinten. Hier. Ich glaube, auch die ist dafür, ja, die ist dafür auch schon nicht geeignet. Damit klappt es auf jeden Fall nicht. Deshalb müssen wir das hier auf diese Weise machen. Bloß nichts beschädigen, nicht, dass das Kabel noch kürzer wird. Ja, ich nehme mir was anderes dafür. Mit der hier sollte man da schon recht gut drankommen. Und da wählen wir uns einfach mal eins aus. Das ist der Nachteil bei den ganz billigen Teilen. Die fluchten nämlich nicht. Die sind hier leicht versetzt. Und dann funktioniert es nämlich nicht. Sehr dünnes Kabel hier drauf. Und auch hier reicht es nicht. Ich weiß nicht, ich glaube, damit reicht es nicht, wenn wir das machen. Ich kann es ja mal probieren. Ich glaube aber, das reicht mit Sicherheit nicht aus. Mal leicht dran ziehen. Oh ja, doch, guck, es hält. Ein paar Mal dran ziehen, aber guck mal, wie knapp das ist. Ne? Also hier ist kein Platz mehr für gar nichts. Oh, das zweite, wenn wir das hier schon drauf machen, ja, muss auch noch mal ein bisschen das Plastik muss hier ab. Hält. Jetzt haben wir das dritte hier. So, das hat schon mal nicht gehalten. So, und der hält. Und jetzt machen wir noch die hier. Die isolieren wir gerade auch ab. Und dann können wir schon anfangen, am Auto abzuisolieren. Damit kommen wir aber mit der Krimpzange. Sollten wir auskommen. Ja, und so sieht das Ganze aus, ne? Ein bisschen verwirrend, ist aber so. Ich gucke mir gerade noch die Kabelfarben hier von den ganz kurzen raus. Die kann man hier gerade eben noch erkennen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man die natürlich richtig anschließt. Aber ja, da mache ich mir keine Sorgen, dass das nicht klappen sollte. Gehen wir ab zum Auto da und bauen das hier jetzt ein. So, hier haben wir die weiteren Kabel und die müssen wir jetzt nach und nach abkrimpen. Guck mal, zum Teil gucken die ja schon hier. Zum Teil sind die ja schon rausgezogen leicht, aber nicht alle. So, das erste Kabel, was wir hier haben, ich habe das gerade noch mal geprüft, haben wir grau-rot. Und grau-rot wäre diese Strippe hier. So, die kann dann
quetschen. Zur Sicherheit drücke ich die nochmal. Ich habe nämlich keine Lust, dass der hier gleich rausspringt und dass ich dann hier wieder noch einen neuen drauf machen muss. Graurot. So, der nächste wäre blau, schwarzrot. Ist der hier? Ja, der ist aber ein bisschen kurz geraten hier mit dem Abkrimpen. Ich glaube, den habe ich auch gar nicht abgekrimpt. So. Der nächste ist hier blau. Das ist hier der blaue. Und der allerletzte ist hier dieser. Ach nee, komm. Jetzt ist der rote hier rausgegangen. Ich habe ihn noch extra gequetscht. Das gibt's doch gar nicht. Extra fester gequetscht und dann springt er raus. Jetzt muss ich gucken, ob er nochmal so reingeht. Das ist doch völliger Mist hier. Das ist doch völliger Mist. Ja, da ist er nochmal reingegangen. Ja, anständig quetschen, Leute. Anständig quetschen. Sonst gibt's nur Theater. Ich habe nämlich gerade einen Zugtest gemacht hier, ob das hält. Hält der blaue. Hält. Sehe, hier hält er nicht richtig. Oh Mann, ist das eine Katastrophe. Ich sag's euch, ich hätte löten sollen, aber kein Lötzinn am Start. So, und der letzte ist hier jetzt der gelbe. Hält auch. So, halten alle. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz und können die anderen kurzen Strippen hier einziehen. Okay, hier haben wir als nächstes erst einmal, ja, holen wir uns den äußersten. Das wäre der rot-blau. Und rot-blau haben wir. Ja, sieht aber nicht so identisch aus. Es gibt aber keinen anderen. Dann ist das der hier. Alles andere zur Seite. Einmal ziehen. Das sieht richtig gut aus. Der nächste. Schnappen wir uns den grün. Nee, müssen wir komplett neu machen. So, ist gelungen, sage ich jetzt einfach mal dazu. Vorsichtig ausgedrückt, also gelungen. Jetzt müssen wir natürlich gucken, ob es auch tatsächlich funktioniert. Wir schließen das ganze Zeug mal an. Warte mal. Ist das dann auch alles? Ja, wir müssen sowieso anschließen, denn wenn wir es angeschlossen haben, müssen wir anschließend den hier dran kleben. So. Ja, hier ist auch unheimlich viel Platz. Eins. Oh Mann, ey, das ist echt eine Riesenkatastrophe. Das ist einer richtig gut gemeint. Also, ach, ich muss noch das Gehäuse drauf machen. Und zwar dieses hier, habe ich ja schon vorhin gezeigt, das wird einfach drüber geschoben und klick, und dann hier rein und Gehäuse zu. Jetzt machen wir mal die Zündung an. So, jetzt sehe ich es, Leute, guck mal, hier, die hat vorher nicht geleuchtet. Heckscheibenheizung geht nur an, wenn man das Auto anmacht. Geht er überhaupt an? Heckscheibenheizung geht auch an. Umluft, Deko, funktioniert.
Ja, Temperatur kann ich jetzt natürlich nicht messen. Nicht messen, sondern nicht verstellen. Der Motor ist kalt. Aber... Vielleicht hört man was von der Temperaturklappe. Momentchen. Ja. Ganz leise, warte mal. Machen wir das Gebläse aus, gucken, ob es dann trotzdem funktioniert. Ja, ihr habt es bestimmt auch gehört. Ganz leise, hört man. Temperaturklappe funktioniert auf jeden Fall auch. Jetzt haben wir ein Problem. Ich habe das ganze Zeug angeschlossen und das kommt aber hier unter dieses Gehäuse. Geschickt, oder? Ja, solche Pannen passieren. Hätte ich auch wieder ausschneiden können und sagen, hey, hier, habe ich alles richtig gemacht? Nein. Wir klemmen das jetzt gerade nochmal ab, beziehungsweise ich klemme das mal eben ab und bastel das mal drunter. Macht den Einbau von dieser komischen Stange da natürlich nicht einfacher. Also das ist echt knapp. Und ich will das, wenn ich das gleich klebe, dann will ich das möglichst auch gar nicht anfassen und gar nicht versuchen, irgendwie die Kabel dann nochmal dran zu stecken. Ich will es einfach erstmal so lassen, wie es ist. Ja, gut. Ich mache mal aber so lange aus. Wir sehen uns gleich wieder, wenn das fertig ist. So, Leute. So, guck mal da rein. Ich habe das erste Stück jetzt schon mal da angesetzt. Ins Zahnrad rein. Seht ihr das? Nein, natürlich nicht. Man kann nichts erkennen. So, und hier ist das Gehäuse. Das muss da jetzt hinten drauf geschoben werden. Da kann ich unmöglich zu filmen. Deshalb, ich werde da jetzt so ein bisschen Klebe drauf schmieren. Und also hier drauf. Wartet mal. Mal schauen. Komme ich da irgendwie drauf? Ja, also hier auf diese Fläche von innen ist die Schwierigkeit. So. Und dann, wenn ich das da drauf geschmiert habe, fahre ich da rüber und versuche das da dran zu kleben, damit das ja nicht wieder aus der Führung rutscht. Also eigentlich ist es auch so, ne? Der ist jetzt da eingerastet. Schaut mal, ich drehe jetzt hier den Versteller. Und der verstellt schon. Aber das Zahnrad, das hat halt keine Führung. Und deshalb muss das da dran geklebt werden, bevor das Getriebe dieses für die Verstellung komplett auseinanderfällt. Für diese Aktion habe ich mir so einen Zwei-Komponenten-Poxy-Kleber geholt. Klebt Metall, Stein, Holz, Glas, Keramik und Kunststoff. Hohe Zug- und Schlagfestigkeit, gute Wasserbeständigkeit. Beständig gegen viele Chemikalien, starke Klebekraft. Das ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, das Zeug habe ich schon seit 3 oder 4 Jahren bei mir. Riecht das ekelhaft. Oh. So, das schmieren wir hier mal drauf. Ich habe keine Spitze, ich vermische das einfach mit einem Schraubendreher. Dann schmieren wir das da ein, kleben drauf und hoffen, dass es hält. Ach so, übrigens, ich habe damit, in der Vergangenheit habe ich zum Beispiel Lenkräder geklebt, die hier sich verdrehen lassen. Da kriegt man nämlich kein TÜV mit oder keine Plakette, wenn so ein Lenkrad sich hier verdreht. Das habe ich damit geklebt. Und richtig viel im Modellbau, Reifen oder was, ne, Reifen nicht, aber ach, ohne Ende Sachen. Das Zeug ist schon fast leer. Richtig gut, also so ein Zwei-Komponenten-Kleber ist immer geil. Mein Vater hat noch sowas Ähnliches mitgebracht hier, um das zu kleben, aber da steht drauf irgendwie das Trocknungszeit 24 Stunden. Habe ich schon was mitgeklebt, hat natürlich nicht gehalten, da muss man mit einer Schraubzwinge oder so zusammenbauen. Problem war, es hat nicht gehalten, aber nachdem es ausgetrocknet ist nach einem Tag, das ist gar nicht mehr abgekriegt, war hart, härter als Zement, als alles, als wäre das ein Bestandteil des Teils, was ich geklebt habe. Also unglaublich, so ein hartes Zeug hat er geholt. Aber die Trocknungszeit viel, viel zu lang. Dieses hier hält extrem, aber trocknet auch sehr schnell. Ja, wichtig, dass er... Ach, guck mal, das Ding ist leer. Ja, habe ich gut ausgenutzt. So. Da machen wir den Deckel drauf. Mit dem Deckel darf man sich auf keinen Fall vertun, dass man den Härter mit dem Kleber vertauscht. Aber der passt auch nur einmal. Hier ist nämlich so eine kleine Kerbe, dass man den Deckel nicht vertauscht. Sonst kriegt man den nämlich nie wieder ab. So. Und dann fangen wir mal an. Sobald wir anfangen, es zu vermischen, wird es weiß. Fängt schon an zu reagieren. Gleich fängt es an, warm zu werden. Das ist auch richtig geil. Wichtig, dass man das schön
Also muss gut vermischt werden. Sonst haben wir viel zu harte Stellen und viel zu weiche Stellen. Und wenn Stellen sind, die sich gar nicht vermischen, dann kommt es vor, ja, die werden dann gar nicht mehr hart, ne? Dann wird es nicht hart und klebt natürlich auch nicht. Ja, es wird jetzt ein bisschen warm. Dadurch wird es ein bisschen flüssiger, aber gleich fängt es an, richtig hart zu werden. Schon gleich an zu klumpen. Ich würde sagen, wir tragen es jetzt auf. Beziehungsweise ich trage das jetzt auf. Dafür, ja, da werdet ihr nichts sehen außer meinen Rücken. Ne? Ich mache das nämlich hier so und deshalb schalte ich in der Zeit ab. So, ich habe es geklebt. Ich zeige es euch mal. Ich muss das noch da dran halten. Ja, so. Und da ist es. Ich kann jetzt nicht Kamera, Lampe und noch das Teil festhalten. Deshalb muss ich euch wieder weglegen. Das einfach nur einmal als so Zwischeninfo. So, jetzt habe ich hier lange genug den Stift da festgehalten, damit es endlich klebt. Mit Zeit, dass wir das hier alles wieder befestigen. Und dann ist ja der Innenraumschaden zumindest schon mal behoben. So, Leute, hier sieht wieder spitzenmäßig aus. So, ich gehe mal aus dem Bild. Oh, das sieht gut aus. Ja, das Auto ist soweit, zumindest im Innenraum, wieder instand gesetzt. Es fehlt noch hier die Abdeckung für einen Zigarettenanzünder. Und hier, ja, der Aschenbecher. Da sehe ich, da hängt eine Feder runter. Das werde ich jetzt noch einmal kurz befestigen und würde sagen, dann sehen wir uns am Tisch und machen kurz das Schlusswort. Ja, so Leute, nicht an der Werkbank, sondern zu Hause am Arbeitsplatz. Ich schneide gerade den Film und mir fällt auf, was fehlt mir? Das Ende. Ja, ich hatte an dem Tag wirklich noch sehr viel zu tun, beziehungsweise sehr viel. Mein Vaters Auto musste dringend fertig gemacht werden. Es ist übrigens jetzt schon 1000 Kilometer weit weg und ja, Vater, Mutter, sehr glücklich, dass es zumindest gut aussieht. Ja, das war nur mal so die kleine Instandsetzung von innen, die auch meiner Meinung nach die größte war. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das denn gut gelöst oder nicht? Ich weiß, da wird es schon wieder viele Leute geben, die sagen, nee, sowas macht man nicht, uiuiui. Ja, wenn es nicht funktioniert, hole ich das Ding eben nochmal raus. Aber ich bin da schon ziemlich zuversichtlich, dass es funktionieren wird. Ich bin da ganz kurz drauf eingegangen, mitten im Film. Und zwar ist das ein Euro 4 Fahrzeug. Und ist euch bestimmt auch nicht entgangen, dass mittlerweile immer mehr Fahrverbote dazu kommen, mehr Städte. Und wahrscheinlich wird dieses Auto auch davon betroffen sein. Und weil mein Vater ja häufig zum Arzt muss er auch in Großstädte rein, er muss nach Köln rein, er muss nach Düsseldorf und auch häufig in Hagen in die Stadt rein mit seinem Auto. Deshalb weiß man nicht, je nachdem was eintrifft, wird das Auto halt verkauft werden müssen, vielleicht irgendwann, jetzt noch nicht, aber wirklich erst, wenn alle Stricke reißen, wird es verkauft. Ja, und das war es eigentlich in diesem Video. Den Lackschaden außen, da habe ich erstmal nichts dran gemacht, wie ich die Scheibe ersetzt habe.
Das habt ihr gesehen. Aber den Lackschaden, da ist ja halt nur der Lack beschädigt. Aber ich weiß nicht, ob das Auto überhaupt verzinkt ist. Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube nicht. Es hat aber kein blankes Blech rausgeguckt, heißt also oben am zwischen A- und B-Säule am Holm. Das lassen wir erstmal so. Ja, und werden das halt beobachten. Das Auto ist sowieso rundherum ziemlich zermackt. Ja, hat schon ein paar Jahre und einige Kilometer auf dem Puckel. Ja, jetzt gucke ich mir das Video gerade noch einmal an. Schaue das Bild an und muss sagen, es ist toll. Also Mutter auch, die hat mich angerufen von unterwegs und sagte, das sieht richtig toll aus. Wie original halt, ne? Wie original, klar, wie original. Ich denke aber, es wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Situation rappeln und rasseln und knistern, weil die Halterung, die Verbindung zwischen der Blende, zwischen dem Radio zum Armaturenbrett nicht gegeben ist. Da war übrigens nicht nur Stoff, sondern wirklich Plastikteile, die rausgerissen waren. Heizungsverstellung funktioniert, da habe ich mir nochmal die Info eingeholt und soweit. Nichts zu beklagen, Leute. Ne? Das Auto, das sehen wir vielleicht erst frühestens in 2 Monaten oder so wieder. Je nachdem, was da dran noch zu machen ist. Ja, da wird mir bleiben. Das war's in diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir unten was reinschreibt. Einfach mal ein paar Kommentare, eure Ideen dazu schreibt. Ja, und verabschiede mich in diesem Sinne, Leute. Ach so. Einen wunderschönen dritten Advent, feiert schön mit eurer Familie und ich freue mich schon auf Weihnachten, mal gucken, was es da für Geschenke gibt und ich freue mich natürlich auf die 30.000 Abonnenten und ja, da versuche ich etwas für euch auf die Beine zu stellen, für mich, für euch, aber ich bin so ein Typ, wenn es nicht um Auto geht, sondern um irgendwas anderes, ne? da ist irgendwie nicht meine Welt, ne? Aber hin und wieder muss man das. Ich will nicht zu viel, aber Leute, bis demnächst. Wir sehen uns auf YouTube. Ciao, euer Schrauber.